Eins, zwei, drei, vier. Oh, ist ganz schön hoch. Ach, das ist ja auch falsch, merke ich gerade. Nee, ist nicht falsch. Hier, so kann ich es machen. Nee, Moment. Momentchen. Das war schon richtig. Das können wir so lassen. Die ganze Sache werden wir ein nach hinten verschieben. So, und dann passt der Stempel hier nämlich genau rein. Alter, das ist eine große Connector-Plate, sage ich mal. Aber gut, dafür hält es dann auch wenigstens hoffentlich. Eins, zwei, drei. Ach ja, vier wollte ich ja. Aber theoretisch, ach nee, ich mach das auf jeden Fall vier, weil sonst... Eins, zwei, drei, genau. Dann müsste das da perfekt reinpassen. Weil dann ist es auch wenigstens, dann hält es auch wenigstens. Na gut, dann auf ein neues. Der ist noch verbunden, der Taster. Okay, in Richtung Rot. Gut, Ausgangsposition Rot ist auf jeden Fall... Ja, eigentlich ist es auch egal. Ich glaube, ich lasse den so eine Ausgangsposition und wenn ich den Schalter dann betätige, mache ich Rot. Na gut. Ist so ein Lift. War mir klar. So, Motorhaube ist zu. Mann, ich will's sehen. Klick. Ah, cool. Das hält schon mal. Das ist schön. Dann müssen wir jetzt nur noch... Ich baue mal hier so eine coole Connecting Station. Einfach nur zum mal rückwärts gegenfahren. Einfach nur, ob es hinhaut. So, das ist auf der Höhe. Alles schön, dass das hier alles verbunden ist mit der Welt von der Höhe her. Oder von den Achsen her. Gut, das ist... Ist das richtig von der Höhe? Ja, das ist richtig. Und dann hatte ich vor... Moment, ein höher. Nein! Egal. Dann hier... Dann noch ein höher. Und dann auf der Höhe, genau. Dann... Ich glaube, dann mache ich hier so einen richtigen Teller. Einfach, damit es auch wenigstens hält. Oh, das sieht aus wie ein Pilz oder so. Aber gut. Dann verbinde ich kurz nochmal den... Schalter hier. Und dann müsste ich ja theoretisch... Oh, ich traue mich fast gar nicht. Ich muss den Motor auf jeden Fall ein bisschen lascher einstellen. So, okay, ganz gesmoothed. Aber gut, ich glaube, ich mache den ein bisschen schwerer, weil sonst... Sonst kommt der nicht voran hier, das ganze Geschoss. So, Motorhaube zu. Hello. Das ist verbunden, der Motor ist mit hinten verbunden. Motor hinten, Räder könnten sich drehen, wollen aber nicht scheinbar. So, na, ich schätze mal wirklich, dass der Motor zu underpowered ist. So, ich mache jetzt einfach mal, ein bisschen. Ich hau jetzt mal ein bisschen auf der Kacke. Wow! Die blockieren wirklich irgendwie schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das funktioniert schon mal. Alter, die Lenkung, was ist denn hier los? Warte mal, welches Rad ist denn richtig? Okay, rechts ist richtig, das heißt, wir machen so rum. Okay. Alter, wie geil, man kann... Ein bisschen präzise geht's auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich vorwärts drücke... Wenn ich vorwärts drücke, dann passt das, aber... Na gut. Theoretisch könnte ich mir da auch so ein kleines, Theoretisch könnte ich mir auch so ein kleines Unterstützungsauto bauen, was da, was ich denn sozusagen, was die Hänger denn so hin und her schiebt. Alter, ist das unbändig hier. Das ist so rum, das ist so rum. Das ist auch, ach Mist. Die Räder sind schon wieder falsch rum. Jetzt passt es. Aber es ist relativ präzise. Ach, ich weiß, was unpräzise ist. Das ist wahrscheinlich hier der Aufbau. Ach, war klar. Schade, ich wollte es eigentlich gerne mal probieren. Aber es würde eigentlich theoretisch... Ja, da muss man echt dolle präzise sein. Es würde theoretisch reinpassen. Und wenn das denn durchfährt bis da vorne, da hat es ja, glaube ich, Platz. Genau, da hat es ja Platz bis hier vorne. Und wenn das denn dahinter ist... Ach, mir fällt gerade was auf. Höh, das ist ja doof. Der Auflieger müsste bis hier oben sein. Und dann könnte das Scharnier erst kommen.
Tja, von der Höhe ist das wirklich ein bisschen doof gemacht. Ich könnte natürlich, den Auflieger könnte ich natürlich so bauen, dass der hier adaptiv mit dem zusammenpasst. Der muss natürlich von Marke zu Marke muss das dann natürlich passen. Also, dass der Anhänger sozusagen wie so eine Art, auch so eine Lücke hat, der Einrastbolzen hier, dass der da perfekt durch den Hänger durchgeht. Das könnte man natürlich machen. So würde das natürlich, ja gut, so ist, merke ich gerade, ist das ein bisschen doof. Aber da können wir natürlich nochmal was versuchen. Nein! So, einmal hoch. Moment, das war nicht die Mitte. Und dann muss es ja theoretisch nur lalalala, einen kleinen Umweg gehen. So, und dann hält's auch. Alter, jetzt sieht's doch viel mehr aus wie ein Pilz oder wie irgendein Gewächs. Schade, ich würde das gerne mal probieren. Muss auch wirklich alles perfekt von der Höhe her passen. Das ist ja doof. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe. Speed! Aber so unpräzise ist das Ding gar nicht. Alter, da war ein Wendekreis wie ein echter LKW. Way! Was klappert denn da schon wieder? Ach, ich glaube, ich weiß, was das ist. Etwas, was nicht auch, was auch für einen LKW vielleicht nicht so gesund wäre, wenn man Vollgas gibt und im Kreis fährt. So, wir versuchen mal präzise da ranzufahren. Ah, die Lenkung ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ach, das schlägt da vorne rein, merke ich gerade. Dann werde ich das hier auf jeden Fall gleich mal abnehmen. Die Last nehme ich dir ab. So. Macht auch keinen Unterschied. Alter, was ist denn los? Jetzt, ach, da war ein, Hügel gewesen. Das hat unser LKW mal wieder nicht geschafft. So. Ah, dass das mal so schwammig ist. Ich glaube, der ist wieder... Ich glaube, der ist wieder nicht schwer genug. Habe ich das Gefühl. Das war ein bisschen zu schnell. Ah, theoretisch könnten wir den Auflieger, den müssen wir auf jeden Fall von den Rädern her, müssen wir den auf jeden Fall ungefähr gleich bauen. Aber das haut schon mal hin. Das finde ich nicht schlecht, dass man da wenigstens halbwegs präzise ranfahren kann. Na gut. Denn, au revoir. Stranges Kunstwerk. Und dann machen wir uns an den Auflieger. So, den parke ich jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein Stück daneben. Damit ich auch ungefähr von der Höhe her weiß, wie ich das ungefähr zu gestalten habe. Aber theoretisch muss ich... Schade, dass man die Dinger wirklich nicht kopieren kann. Das wäre geil, weil dann hätte ich das kopieren können, dann hätte ich das hintere Stück schon mal nehmen können. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. So, vorne muss auf jeden Fall ein bisschen in der Luft sein. Ich glaube, da muss ich Unterstützungsmotoren dran bauen. Ah, das Doof ist natürlich alles denn nicht verbunden miteinander. Was mir gerade auch auffällt, wenn das Ding da eingehakt ist, okay, auf dem Ding müssen wir auf jeden Fall eine Rotation Plate machen, weil wenn das da drinne ist, Alter, das würde auf jeden Fall, würde auf jeden Fall ganz schön Knack machen, wenn das einmal drinne wäre, wenn das ja wirklich exakt gerade drinne wäre. Das würde auf jeden Fall ganz schön wehtun. Aber gut. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder mit dem Gelben mache. Ich glaube, das mache ich wieder mit dem Gelben. So, von der Breite her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, das passt ungefähr. Gut, dann kommt hier... Das ist auf jeden Fall die... Okay, das ist von der Höhe her so passig. Aber von der Höhe her müssen wir den auf jeden Fall... Also hier müssen wir den auf jeden Fall noch um einiges höher machen. Warte mal. Da können wir doch hier variieren. Also er hat zwar ganz schön Power, aber unpräzise ist er nicht. Das muss man ihm lassen. Gut, dann kann ich nämlich hier... Mann. Muss ich mir mal irgendwie merken von der... Ich glaube auf... Tralala. Ich glaube auf der... Ja, genau. Dann merke ich mir einfach auf der Höhe ungefähr muss ich dann wieder hinkommen. So. Ich
Ich baue mir hier einfach, nicht wundern, ich baue mir hier einfach ein paar Gedankenstützen hin, wie ich ungefähr von der Höhe her sein muss. Ah, von der Höhe muss ja echt ganz schön hoch, zumindest von dem Auflieger her. Von der Fläche her, oder von dem Kontaktglied hier. Und ich glaube, dann brauchen wir das auch gar nicht so breit machen. Dann mache ich hier einfach so. Mache ich einfach weg. Nein. So, und das müsste ja dann eigentlich reichen. Und wenn wir das denn... Moment. Ich weiß gar nicht, kann ich den Lift steuern, wenn ich hier drauf sitze? Ah, geil. Kann ich machen. Gut, dann muss ich jetzt hier mal ein bisschen akrobatisch werden. Und präzise. Moment, nicht wundern, ich bin jetzt ein bisschen vom Mikro weg. So. Alter! Hoppala. Das wollte ich nicht. Ah, das könnte man Gabelstapler draus bauen. Ob man Lift irgendwo noch draufsetzen könnte? Ja, rückwärts fahren, da hat der mega Probleme mit scheinbar. Oh ne, ich glaube, ich habe mich irgendwo drauf festgesetzt. Hm. So, und auf ein neues. Tut mir leid, liebes Auto, dass ich dich so runtergedrückt habe. So, und die ganze Sache beginnt von vorne. Warum hat der denn gerade so unendlich Gas gegeben? So, ich meine, gut, ist nicht unbedingt 100% gerade. Aber es passt halbwegs. So, aussteigen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Tiefer, 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 tiefer. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Boah, krass, das wird ein mega Teil. Schade, ein bisschen nach vorne würde ich ihn doch schon setzen. Aber gut, ich muss jetzt nur erstmal wissen, so von der Höhe her. Und dann kommt hier der Pilz hin. Genau, aber ich muss natürlich aufpassen. Ach, von der Höhe her bleibt das ja so oder so. Gut, Moment. 1, 2, 3. Alter, ich muss aufpassen, sonst verjage ich hier mein Auto wieder. So. Stirb. Alter, es ging ja einmal durch. Alter, ich habe es kaputt gemacht. Ich hoffe nicht. Nee, habe ich nicht. Gut. Also könnte ich auf jeden Fall präzise schon mal ein bisschen ranfahren. Das probiere ich mal. Das probiere ich mal. Ob das so hinhaut, weil ran muss ich ja mit dem Pilz sowieso. Und ich merke gerade, ich muss da erstmal eine Connector Plate hinbauen. Eine Rotation Plate. So. Nicht zu schnell. Oh oh. Wir sind drin. Wir sind drin. Yeah. Und ich glaube und ich hoffe, dass das so jetzt passt. Aber wir sind drin, das freut mich. Das heißt, der Pilz bleibt ungefähr auf der Höhe und noch einen tiefer. Also der Pilz kommt auf der Höhe, damit der hier noch umschwenken kann. Und dann kommt hier auf jeden Fall noch eine, genau, dann mache ich da oben, ach, ich mache da oben einen hin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 wird der tief sein. Weil ich möchte jetzt hier gerne, ich mache die einfach hier oben hin. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann baue ich hier so einen schicken Pilz hin. Und dann kann sich das Gerät hier auch nicht beschweren. Und dann kann ich nämlich gleich... Ah, geil. Dann kann ich gleich mal von der Höhe her probieren, ob das so hinhaut. Und dann schleppe ich den Lifteimer ab.